Beyblade, Beyblade, let it rip. Lasst uns den Kampf gewinnen. Hier gibt es keinen drinnen. Zeugler und Druckmäuser haben schon verloren. Beyblade, Beyblade, let it rip. Beyblade, Beyblade, let it rip. Lasst eure Blades los. Zeigt eure Kräfte ganz hoch hinauf, denn wir geben niemals auf. Hier kommt Metal Fusion. Swing the Beyblade, let it rip. Metal Fusion, let it rip. Beyblade, Beyblade, let it rip. Wahnsinnstipp, das ist Tipp, let it rip. Das letzte Mal bei Beyblade. Kyoya und die Facehunter kämpfen gegen einen mächtigen neuen Gegner. Doji und sein Beyblade Dark Wolf. Dojis Dark Wolf zerstört die Beyblades aller Facehunter, die das gar nicht fassen können. Kenta bewundert Jinga immer mehr. Als er fürchtet, Jinga könnte die Stadt verlassen, um stärkere Gegner zu finden, fordert Kenta ihn zu einem Beykampf heraus. Auch wenn er eine gute Performance abliefert, kann er sich gegen Jinga nicht behaupten. Kenta gewinnt zwar nicht den Kampf, aber er gewinnt Jingas Respekt. Doji gewinnt gegen Kyoya und damit steht Kyoya in seiner Schuld und die muss bezahlt werden. Ja, juhu! Jetzt hab ich ihn! Den Triple Beef Burger. Du kennst mich nicht, aber sicher würdest du gerne mal abbeißen. Denn der Triple Beef Burger, den ich hier habe, ist der letzte. Beef Burger, Beef Burger. Kenta und Madoka werden mich darum beneiden. Oh ja. Aber das ist unmöglich. Jinga Hagane! Verdammt, du schon wieder! Was hast du mit Kyoya gemacht? Nun, wie du dich vielleicht erinnerst, hat er verloren und er löst gerade einen Teil der Vereinbarung ein. In meinem speziellen Trainingscenter lernt er, wie er seine Kräfte maximieren kann. Wenn er meiner Meinung nach soweit ist, wird er zurückkehren und ich lasse ihn gegen Jinga Hagane antreten. Er ist keine Laborratte! Nun, wenn ihr euren kleinen Freund früher zurückhaben wollt, schlagt Jinga Hagane einfach selbst mit dem hier. Aber das ist... Dark Bull! Ganz genau. Der wilde, grausame Stier Dark Bull. Ein Beyblade, das auf Angriffe von oben spezialisiert ist. Und den willst du mir geben? Ja. Mit diesem Beyblade wird Jinga... wird Jinga zu Schnee von gestern! Er wird den Geschmack der Niederlage kennenlernen, so wie ich. Sag das nochmal, du Feigling. Jetzt fordere ich dich erst recht heraus. Ich werde es so oft sagen, wie ich will. Es ist nicht meine Art, gegen schwächere Gegner zu kämpfen, klar? Du machst dir was vor. Du wirst niemals gegen Benkei gewinnen. Du holst dir gleich eine saubere Klatsche ab. Das ist deine letzte Chance, dich zu verziehen, Freundchen. Vergiss es, Bohnenstange! Benkei, let it rip! Du bist super, Benkei! Jetzt vergeht dir das Lachen, was? Du hast tatsächlich Kraft, aber das ist auch alles. Wir werden sehen! Greif an, Leon! Hä?
Sein Bay! Er wurde abgewehrt! Man sieht sich. Warte! Noch einmal! Nur ein Glückstreffer! Ich bin noch nicht fertig. Ich gebe mich noch nicht geschlagen. Egal wie oft er fällt, er steht immer wieder auf. Als würde man gegen einen Stier kämpfen. Danke. Das hast du sehr treffend gesagt. Hier sind meine Hörner! Der Stier ist am Boden, ich meine Benkei. Autschi! Du hast gut gekämpft, sehr gut. Nur noch einmal! Nur noch einmal! Einmal werden wir noch... Benkei, ist alles in Ordnung? Du bist der Erste, der es geschafft hat, den Angriff meines Beyblades zu kontern. Was weißt du schon? Ich hab verloren, aber es ist ein gutes Gefühl. Wieso ist das ein gutes Gefühl? Erklär mir das mal. Was für ein schräger Vogel. Ich bin jetzt dein größter Fan. Ich gehe mit dir, selbst wenn du Nein sagst. Ich werde dir folgen. Tu, was immer du willst. Deine Erlaubnis ist mir wichtig, danke. Ich bin noch nie einem Beyblader wie dir begegnet. Du könntest mir so viel beibringen. Bitte warte, Kiyoya. Dann los, Duck Boy. Es ist, als würde ich vom Beyblade herumgewirbelt. Ist ja interessant. Werde ich in der Lage sein, dich zu beherrschen, oder wirst du mich abwerfen? Wir werden ja sehen. Let it rip! Das dürfte gut laufen. Mein Bay ist ein Ausdauertyp. Akiris ist ein Angriffstyp. Los, weiter angreifen! Interessante Analyse. Okay. Jetzt! Oh. Gewonnen! Oh, schon wieder verloren. Du fängst an, die einzigartigen Kräfte der Beyblades zu verstehen. Einzigartige Kräfte der Beyblades? Weißt du, es ist wichtig, deinen eigenen Bay zu verstehen. Dann kannst du sogar gegen jemanden wie Jinga gewinnen. Ja, so war es mir möglich, einen guten Kampf gegen Jinga abzuliefern. Alle mal herhören, Leute. Ich hab ihn, den Triple Beef Burger. Entschuldigt mal. Hallo? Es gibt also vier Typen von Bays? Ja, das ist korrekt. Beyblades gibt's in... Lass mich! In vier Typen. Angriff, Abwehr, Gleichgewicht und Ausdauer. Wieder richtig. Ein Angriffstyp ist vor allem auf Angriff ausgelegt, so wie Jingas Pegasus. Wow. Oh, was? Ein Hotdog-Mist? Bays vom Abwehrtyp können Angriffe sehr gut parieren. Könnt ihr mir folgen? Und ein Bay vom Gleichgewichtstyp vereint beide Kräfte, sowohl Angriff als auch Abwehr. Was logisch ist, oder? Zum Schluss der Ausdauertyp. Dieser Bay hält am längsten durch, sodass er jeden Punkt der Arena erreichen kann. Verstanden? Wie mein Sagittario. Ja, ganz recht. Hey, meiner ist ganz klein Angriffstyp. Naja, ich glaube, meiner ist eher Abwehr. Meiner ist ein Gleichgewichtstyp. Ja, verstehe. Meiner ist auch ein Angriffstyp. Er hat Angriffskraft, aber es fehlt ihm an Ausdauer. Das bedeutet, Kentas Ausdauertyp hat abgewartet, ohne anzugreifen, damit meiner schwächer wird. Ja, ganz recht. Die Wahrheit kommt ans Licht. Ah, wie schön, Jinga. Es stimmt. Es ist wichtig, dass man den Typ seines Beyblades richtig einsetzt. Aber letztendlich kommt es hier drauf an. Das Herz. Und die Wartung. Ein Herz zu haben, das Beybladen liebt, macht einen Beyblader stärker. Ah. Auf in alle
1, 2, 3, 4, 5 und 6, 7, 8, 9, 10. Ja! Ich hab ihn unter Kontrolle! Benkei, genug! Ich sage, wann es genug ist. Und es ist nicht genug. Habt ihr verstanden, es ist nicht genug? Das könnt ihr doch besser! Noch ist nichts Schluss mit meinem Bullblock! Los, Bullblock! 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 Bull aufwärts hacken! Bull! 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 Irgendwann werde ich auch mal so ein toller Blader wie Jinga. Da wünsche ich dir viel Glück. Dann fang mal lieber gleich an zu üben. Ein Herz zu haben, das Beybladen liebt, macht einen Beyblader stärker. Ist deins etwa wie Jingas? Nicht mal annähernd. Vielleicht sollte ich mir einen Schal kaufen. Beyblading ist das Größte. Bu-bu-bu-bu-bull! Facehunter! Benkei! Was? Was wollt ihr von uns? Musst du mal für kleine Jungs piepen, hä? Und wenn es so wäre? Von dir will ich ja gar nichts kleiner. Nein, echt nicht? Ha, sagt Jinga Hagane. Ich fordere ihn zum Kampf heraus. Ich schlage vor, wir drehen um und haben mit diesem Kerl nichts mehr zu tun. Finde ich auch. Wenn ich mich nicht zeige, werden sie mich bestimmt suchen. Sie meinen es ernst. Das ist schon wahr, aber... Als nächstes könnten sie hinter dir her sein, Madoka. Was? Entspann dich, war doch nur ein Witz. Oh, ja, aber ich kann darüber nicht lachen. Hey, seht mal da oben. Das sind Bananen. Ich weiß, dass das Bananen sind. Oh, du meinst das Loch. Das ist ein großes Loch. Da ist noch eins. Was ist hier los? All diese Löcher. Ich werde dich schlagen und Kiyoya zurückholen. Komm schon, Jinga Hagane. Was ist das? Jinga? Ich höre etwas. Den Schrei eines Beyblades. Oh, wow. Was für eine Kraft. Das Loch. Dann ist es also wahr. Es stammt von einem Beyblade. Da steckt eine unglaubliche Kraft hinter. Jinga, geh nicht! Hey, warte doch! Jinga! Gewartet, Jinga. Du hast diese Stierlöcher gemacht. Ganz recht. Sie sind entstanden, als ich trainiert habe, um dich zu besiegen. Jinga Hagane, egal was passiert, du wirst verlieren. Jinga! Wow, das ist ja Wahnsinn. Das bringt mein Blut in Wallung. Oh. Hä? Dann lass uns kämpfen. Ja, ich nehme die Herausforderung an. Vom Gleichgewichtstyp zu sein. Hochinteressant. Das heißt also, dass im Angriffsmodus Jingas Beyblade... Na? Oh! Sieh mal! Jingas Pegasus wird zurückgedeint? Ich verstehe. Der Gleichgewichtstyp Dark Bull gewinnt seine enormen Kräfte, indem er seine Angriffsstärke steigert. Irre, was? Aber... Ein Herz, das Beybladen liebt, macht einen Beyblader stärker. Jinga, du kannst nicht verlieren! Okay, Pegasus!
zurückgeben. Gut gemacht, Pegasus. Nicht ungeduldig werden. Deine Chance kommt noch. Jetzt die Chance auf den Sieg. Schlag den Bull aufwärtshaken. Was? Pegasus, flieh! Mann, hat der Beyblade Kraft. Genug, um dich von der Landkarte zu fegen. Was für eine Angriffsart war das, Madoka? Seine Drehfassung ist sehr auffällig. Seine Drehfassung? Ein Beyblade besteht aus vielen Teilen. Einem Symbolbolzen, einem Energiering, einer Fusionsscheibe, einer Drehfassung und einer Bladespitze. Indem man die Kombination verändert, verändert man die Fähigkeiten eines Beys. Natürlich! Jetzt sieh dir das mal an. Oh, sieht tatsächlich aus wie die Hörner eines Stiers. Ja, aber nicht irgendeines Stiers. Eines wütenden Stiers. Ich möchte nicht wissen, was passiert, wenn Pegasus von der vollen Kraft dieses Angriffs getroffen wird. Oh nein, was ist das denn? Genau das habe ich von dir erwartet, Shinga Akane. Du wirst doch nicht zulassen, dass ich so einfach gewinne. Los, Pegasus! Du bist gut. Das macht meinen Sieg umso größer. All mein Blut, Schweiß und Tränen werden nicht umsonst gewesen sein. Flieg wie der Wind, Pegasus! Brüll auf, Dark Bull! Rette sie, Pegasus! Oh, das war reichlich knapp. Super, es geht uns gut. Benkei? Wieso hat er gerade... Wie, Benkei? Oh, ich war... Benkei, du hast mir gerade... Nein, hab ich nicht! Ist auch völlig egal! Kämpf weiter, Shinga! Los, Pegasus! Wohl aufwärtshaken! Das war's! Ich hab gewonnen, Mistkerl! Noch nicht! Was? Spezialtaktik! Pegasus, Starblast-Attacke! Wie? Was? Jenga! Ihr habt euch doch nicht verletzt, oder? Nein, es geht uns gut. Bull! Oh Mann, das hat ja vielleicht Spaß gemacht. Hä? Spaß gemacht? Und ob das ein Spaß war? Dein Bull aufwärtshaken, was für eine großartige Technik. Wenn ich den zuerst abbekommen hätte, wäre ich in Schwierigkeiten gewesen. Dir? Niemals! Schräger Vogel. Ja. Na schön. Vorhin habe ich die falsche Tüte mitgenommen. Sei gegrüßt, Triple Beef Burger. Ich musste sie anflehen, mir einen neuen zu machen, aber der ist es wert. Yum! Hotdogs sind für Loser, Burger was für Sieger. Das hier ist der Beste. Verrückt, dass man Hunger auf Rindfleisch haben kann, nachdem man gegen einen Stier gekämpft hat. Versteht ihr? Madoka, stimmt vielleicht was nicht? Hä? Nein, ich fand das vorhin nur ziemlich eigenartig. Was fandest du eigenartig? Dieser Benkei-Jinga. Erstaunlich, dass ein Facehunter wie er, der alles für den Sieg tut, dich plötzlich rettet. Ja, Madoka, das ist eigenartig. Ich weiß nicht, Mann. Er wollte wahrscheinlich nur einen richtigen Kampf, weil er so hart trainiert hatte. Hä?
Vielleicht wollte der arme Kerl nicht mogeln, nachdem er so viel ehrliche Arbeit in seinen neuen Bay gesteckt hat. Deswegen wollte er einfach anständig und ehrlich gewinnen. Das ist alles. Bull! Das nächste Mal verliere ich jedenfalls nicht! Wieso habe ich Zinger vorhin eigentlich gerettet? Was habe ich mir nur dabei gedacht?